Gude, heute mache ich ein leckeres Hähnchen vom Drehspieß mit einer Zitronensalbeifüllung. Und liebe Leid, ob das geschmeckt hat. Ja. Naja, wenn ich jetzt hier auf den Tisch hier gucke, dann gehe ich davon aus, dass das geschmeckt hat. Ja, was soll ich sagen? Es ist fast nichts mehr übrig. Ich sag's mal so, wie ich das Ding gemacht habe, das seht ihr jetzt. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Und wieder ist eine Woche rum und wieder bin ich da, um euch zu nerven, denn heute gibt's ein Brathähnchen. Das habe ich hier in dieser wunderbaren Schüssel, die kommt aber erstmal beiseite, denn wir wollen eine Füllung machen. Denn wir möchten, dass das Brathähnchen von innen her schön saftig wird und ein schönes Aroma bekommt. Und dazu müssen wir jetzt erstmal ein bisschen Toast in Würfel schneiden. Wenn ihr jetzt kein Toast da habt, könnt ihr auch hier so Brötchen nehmen oder sowas. Aber Toastbrot eignet sich hier am allerbesten, denn das müsst ihr nicht aufweichen. Und außerdem hatte ich es gerade da, deswegen habe ich das genommen. Die Krümels kommen jetzt auch in diese wunderbar silberne Schüssel. Und dann habe ich hier eine schöne Zitrone, wo ich so ein bisschen von der Schale hineinreibe. Beim Zitronenkauf müsst ihr natürlich darauf achten, dass da drauf steht, essbare Schale. Denn wenn das nicht da drauf steht, sind die meistens beschichtet und zwar mit einer Wachsschicht. Und ich glaube nicht, dass ihr die essen wollt. Deswegen noch ein bisschen Auge drauf haben. Und wie ihr sehen könnt, presse ich den Saft mit brachialer Gewalt aus der Zitrone heraus. Und das mache ich mit der ganzen Zitrone. Ich habe so die Vermutung, das könnte vielleicht ein Ticken zu viel sein. Ich meine, ich mag Zitrone sehr, deswegen für mich gibt es schon fast kein zu viel Zitrone, aber es könnte ein Ticken zu viel sein. Aber ich habe mit der Zitrone noch was vor und ich will sie nicht vergeuden, und aber ich will euch nicht zu viel spoilern, sehen wir gleich. Jetzt brauchen wir ein paar Kräuters. Und zwar habe ich hier wunderschönen Salbei, frischen Salbei. Wenn ihr jetzt keinen frischen Salbei habt, ist das jetzt kein Beibruch. Ihr könnt natürlich auch getrockneten Salbei nehmen, aber so frischer Salbei ist schon was richtig Gutes, weil wenn ihr den klein hackt, dann, ach, das ist so ein schönes Aroma, das riecht großartig. Und mittlerweile gibt es ja den Salbei oder die guten Kräuter ja auch in jedem Supermarkt und in jedem Discounter oder beim Gemüse. Ich meine, ihr werdet fündig, ich brauche euch da nichts zu erzählen. Salbei kommt zum Toastbrot dazu. Und dann habe ich hier Knoblauch und der wird jetzt auch klein gehackt. Ich habe so eine coole, so eine Whip-Presse. Ich weiß nicht, habe ich schon mal in einem anderen Video ausprobiert. Und die ist richtig cool, aber ich finde die nicht. Ich weiß nicht, wo ich sie hingelegt habe. Und das macht mich so ein klein wenig wütend, dass ich so vergesslich bin. Ist aber auch egal. Knoblauch klein hacken mit Messer geht auch. Und dann gebe ich den klein gehackten Knoblauch in die Schüssel. Und liebe Leute, ihr wisst es ganz genau. Die genaue Zutatenliste, die gibt es natürlich am Ende vom Video. Könnt ihr euch abschreiben, screenshotten, das Tablet auf den Fotokopierer legen, den Bildschirm abfotografieren. Oder es schreibt jemand in die Kommentare, damit ihr euch das Ganze copy and pasten könnt. Und dafür vielen, vielen Dank. Und damit das Ganze eine schöne Bindung bekommt, kommt noch ein Ei in die Schüssel. Und idealerweise kloppt das Ei in die Schüssel und neben die Schüssel, so wie ich. Ich meine, ja, Grobmotoriker, was soll ich sagen? Naja, komm. Lassen wir es gut sein. Machen wir halt mal den Tisch nochmal schnell sauber. Und dann wird das Ganze natürlich auch noch ein klein wenig gewürzt mit ein bisschen Salz und mit ein bisschen Pfeffer. Und auch heute sage ich, würzt so viel ihr mögt. Denn, ich sage es immer wieder, manche mögen nicht so viel Salz, manche mögen mehr Salz oder mehr Pfeffer oder weniger Pfeffer. Ja, da müsst ihr ein bisschen spielen, da hat jeder so seinen eigenen Geschmack. Deswegen möchte ich euch da nichts vorschreiben. Und da sind sie wieder, das Objekt des Hasses, die schwarzen Handschuhe. Ja, ich benutze halt, ich... steht dazu. Das Ganze wird jetzt schön vermatscht. Wenn ihr das gemacht habt, könnt ihr das beiseite legen, denn jetzt können wir uns um unser Huhn kümmern. Als erstes gebe ich die eine Hälfte der Zitrone in das Hühnchen hinein und dann fülle ich das Ganze mit unserer Füllung. Und jetzt seht ihr auch, warum ich die ganze Zitrone verwenden wollte. Einfach nur, damit ich quasi unten eins reinschieben kann und oben eins draufsetzen kann. Einfach so, damit das ein bisschen kompakter ist, damit mir die nicht rausflutscht, die Füllung. Ich habe nämlich manchmal das Problem, dass wenn ich einen Truthahn oder was auch immer fülle, dass mir die Füllung an den Seiten rauskommt. Und so verhindere ich das hoffentlich. Ja. Was machen wir jetzt? Weißt du, was du machen willst? Ja, würzen wollen wir das Ganze. Und das Ganze würzen wir mit meiner Cajun-Gewürzmischung. Wie man die macht, das verlinke ich euch mal da oben. Ist eine coole Gewürzmischung, schmeckt wirklich super zu Huhn. Wer mag, kann das Huhn vorher noch ein bisschen mit Olivenöl oder so einreiben, damit die Gewürzmischung besser hält. Aber das mache ich nicht. Wir marinieren das Ganze heute trocken.
geht nämlich auch. Und jetzt gebe ich das Ganze mal für 3 Stunden in den Kühlschrank, damit das Ganze so ein bisschen durchziehen kann. Für mich sind jetzt 3 Stunden vergangen, für euch nur klitzekleine Sekunden. Wäre aber auch mal lustig gewesen, ne? Jetzt hier mal so 3 Stunden schwarzes Bild. Mal gucken, wer da dran geblieben wäre. Nee, Spaß beiseite, liebe Leid. Wir müssen das Hähnchen jetzt aufspießen, weil wir wollen ja ein Hähnchen vom Drehspieß machen. Wer keinen Drehspieß hat, der kann das Ganze auch indirekt im Grill machen oder natürlich auch im Backofen. Das geht natürlich auch. Ist ja gar kein Problem. Ich meine, warum auch? Ne? Kommt das Hähnchen in so ein Töpfchen. Hol mal Töpfchen, wenn ihr sowas habt oder irgendwas. Und dann könnt ihr das schön im Backofen machen. Auf dem Grill ist sowieso klar indirekt. Da wisst ihr doch Bescheid. Da brauche ich euch nichts erzählen. Und jetzt pass auf, Junge. Pass bloß auf, dass du dir... Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Manchmal frage ich mich, wie ich so alt werden konnte, ohne mich selber umzubringen. Egal. So, jetzt versuche ich, die Haut über den Spieß zu ziehen. So vermeide ich nämlich, dass ich irgendwie Garn brauche oder sowas. Wenn das klappt, versuch's mal mit dem Messer, Junge. Oh, verletz dich nicht. Verletz dich nicht. Ob ich das Video überlebe, ist echt eine Frage. Aber es ist ein Loch drin und... Oh, scheint zu halten, scheint zu halten. Messer. Ja, sehr, sehr, sehr gut. Ja. Könnte halten, würde ich jetzt mal behaupten. Könnte halten. Man muss nur erfinderisch sein und ein bisschen rummeckgeibern. Jetzt brauche ich noch die andere Seite. Genau, damit wir das fixieren können. Und liebe Leute, wenn euch gefällt, was ihr hier seht, würde ich mich tierisch über ein Abonnement freuen. Einen schicken netten Daumen nach oben. Vielleicht drückt dann noch die Glocke. Und Kommentare. Bitte kommentiert. Ich liebe eure Kommentare. Danke, danke, danke. Jetzt kommt das Ganze auf den Grill. Den habe ich noch nett vorgeheizt. Das müssen wir da nett machen. Den Brenner machen wir gleich an. Ich mache das Ganze mit einem Heckbrenner. In der Regel, jeder Grill, der Aufsatz für einen Drehspieß hat, der hat auch einen Heckbrenner. In die Wanne gebe ich jetzt einen ordentlichen Schuss Rotwein. Dürfte so ein halber Liter gewesen sein. Den Rest habe ich schon Abend vorher schon getrunken. Aber darüber möchte ich nicht sprechen. Der Brenner wird nicht auf volle Pulle gestellt, sondern ungefähr auf mittlerer Hitze und ungefähr so 10 Minuten, bevor das Hähnchen fertig ist, wenn die Brust eine Kerntemperatur von 72 Grad erreicht hat, dann geben wir nochmal so ein klein wenig Schub. Ja, und nach einer Stunde sollte unser Hähnchen dann fertig sein. Wir gucken mal rein. Du meine Güte, ich glaube, mit diesen Bildern lasse ich euch mal ganz kurz allein. So, genug geträumt. Das Hähnchen kommt jetzt vom Grill. Brenner aus. Schnapp ich mir so 2 Handtücher. Denn, ich kann es euch sagen, der Drehspieß ist jetzt heiß. Ne? Also passt bloß auf, dass er euch da nicht verbrennt. Und schaut euch dieses wunderschöne Brathähnchen vom Drehspieß mal an. Ist es nicht schön? Ich sag mal so, also... Ich habe schon schlechtere Hähnchen gemacht. Also das sieht richtig, richtig gut aus. Jetzt ziehen wir noch den Spieß daraus. Und das geht auch sehr, sehr gut. Und liebe Leute, was soll ich sagen? Es sieht wirklich hervorragend aus. Und ich bin mir tatsächlich wirklich, wirklich sicher, dass ihr das gerne mal nachmachen möchtet. Und damit ihr das natürlich könnt, braucht ihr folgende Zutaten. Ihr braucht ein Hähnchen, in dem Fall was Maishähnchen, Cajun-Gewürzmischung oder irgendeine andere Gewürzmischung, eine Zitrone, 3 Knoblauchzehen, 2 Esslöffel Salbei gehackt, ein Ei, 2 Scheiben Toastbrot, Salz und Pfeffer, liebe Leid. Und was soll ich jetzt noch sagen? Nix, denn jetzt wird probiert. Und hier ist es, dieses hervorragende Hähnchen vom Drehspieß mit einer Zitronen-Salbei-Füllung. Ich bin wirklich gespannt, wie das schmeckt, denn das habe ich vorher noch nie gegessen. Ja, was soll ich sagen? Probieren wir einfach, oder? So, ich schneide mir ein Stück von der Brust hier so runter. Oh, das ist unfassbar saftig. Oh, das ist richtig, richtig großartig. Ich schneide mir mal so ein Stück runter jetzt. Mann, das tropft richtig. Hm. Leute, ist das geil. Boah, ist das gut. Leute, das ist tatsächlich, jetzt muss ein Flugzeug oben rüberfliegen, egal.
Das schmeckt so gut. Unfassbar gut. Man kann gar nicht mehr aufhören. Und es ist so saftig. Es ist so unfassbar saftig. Und man schmeckt tatsächlich die Füllung am Fleisch. Und großartig. Was wir aber jetzt noch testen werden, wenn ich schaffe, ob die Füllung auch essbar ist. Dazu müsste ich jetzt diese Zitrone hier mal rausholen und einfach mal mit der Gabel reingehen und probieren. Oh. Ja, ist essbar, aber ist total sauer. Hm. Ja. Ja. Unfassbar sauer. Aber ich probiere das mal. Jetzt habe ich einen Plan. Ich schneide mir so ein Stück hier runter. Boah, ist das gut. Na, so. Und dann nehme ich mir ein bisschen was von der Füllung aufs Fleisch und probiere das mal so. Richtig gut. Leute, macht dieses Hähnchen vom Drehspieß unbedingt mal nach. Wenn ihr keinen Drehspieß habt, kein Problem, klatscht das so auf den Grill oder in den Backofen oder wie auch immer. Aber unbedingt nachmachen. Liebe Leute, wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben, abonniert meinen Kanal, erzählt es weiter. In diesem Sinne, guten Appetit und tschüss, bis dann. Oh, ist das gut. Das ist so gut. Oh. 'Cause I've been running.